Aus gegebenem Anlass, den Sie gleich erfahren werden, haben wir in den folgenden Minuten ein Add-on-Video zur Folge 07 über den Klimascharlatan Mojib Latif erstellt. Bereits am 3. November 2015 hatten wir unser Video über die heftigsten Schwindeleien des selbsternannten Klimamessias Mojib Latif veröffentlicht. Mojib Latif selbst hatte diese Art der Schwindeleien, die der Weltklimarat IPCC in ähnlicher Weise mit den seriösen Recherchen des Roger Pielke Jr. betrieben hatte, sogar so wörtlich im ZDF als Betrug bezeichnet. Hören Sie nochmal. Noch erschreckender war, dass ein Begutachter des Klimaschadenkapitels den IPCC um meine Sicht der Dinge bat. Der IPCC antwortete, sie dachten, ich hätte meine Meinung geändert. Das aber ist unwahr und ich wurde nie vom IPCC kontaktiert. Das ist ganz klarer Betrug gegenüber der Öffentlichkeit und natürlich auch gegenüber den betroffenen Kollegen. Und so etwas muss man kategorisch ablehnen. Und wir müssen jetzt versuchen, dass solche Dinge, wenn sie tatsächlich vorgekommen sind, beim nächsten Mal nicht nochmal passieren. Ja, genau das hatten wir ja eigentlich auch gedacht. Aber die ganzen Widersprüche und Schwindeleien des Mojib Latif sind weiterhin nicht aufgearbeitet. Bevor Sie gleich Bilder und Zitate von der Umweltpreisverleihung an Mojib Latif durch Joachim Gauck sehen und hören werden, erinnern wir an ein Zitat von Joachim Gauck aus August 2013. Wir brauchen Bürger, die auf die Straße gehen und den Spinnern ihre Grenzen aufweisen. Dazu sind sie alle aufgefordert. Wir gehen nicht auf die Straße, wir erstellen stattdessen Videos zur Aufklärung, um nicht nur dem Klimascharlatan Mojib Latif die Grenzen aufzuzeigen, der über die Widersprüche, Schwindeleien und Täuschungen des Mojib Latif nachweislich informierte Bundespräsident Joachim Gauck hat dem dubiosen Mojib Latif am 8. November 2015 den Umweltpreis trotzdem verliehen. Professor Mojib Latif erhält den Deutschen Umweltpreis für seine Verdienste um die verständliche Vermittlung und Kommunikation der Themen Klimaforschung und Klimawandel. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. So, vielen Dank. Danke, danke. Ja. Drei Wissenschaftler sind heute in Essen mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden. Die Ehrung ging an den Klimaforscher Latif aus Kiel, den Nachhaltigkeitswissenschaftler Rockström aus Stockholm und an den Greifswalder Ökologen Suko. Übergeben wurden die mit insgesamt 500.000 Euro dotierten Auszeichnungen von Bundespräsident Gauck. Die Preisträger arbeiteten daran, dass wir unseren Kindern eine Welt hinterlassen, in der man frische Luft atmen und klares Wasser trinken kann, so Gauck in seiner Laudatio. Was für ein Blödsinn. Hat Gauck das wirklich gesagt? Ja, Gauck hat sogar noch mehr gesagt. Meine Damen und Herren, wir begegnen drei Persönlichkeiten, denen wir alle viel zu verdanken haben und die heute verdientermaßen ausgezeichnet werden. Diese drei, aber ganz sicher auch viele von Ihnen, die Sie jetzt hier in der ehemaligen Kruppschen Fabrik versammelt sind, arbeiten daran, dass wir unseren Kindern eine Welt hinterlassen, in der man frische Luft atmen, klares Wasser trinken und von gesunden Böden ernten kann, in der also das Selbstverständliche selbstverständlich ist. In diesem Sinne, Glück auf. Was hat denn der angebliche CO2-Klimawandel mit schmutziger Luft oder schmutzigem Wasser oder schmutzigen Böden zu tun? Nichts, gar nichts. Denn warum sagt Gauck denn frische Luft und klares Wasser und gesunde Böden? Warum sagt denn Gauck nicht saubere Luft und sauberes Wasser und saubere Böden? Denn das sollte ja eigentlich das Ziel von Umweltschutz sein, eine saubere Umwelt. Ist das wohl möglich, das heißt die saubere Luft, das saubere Wasser und die sauberen Böden, gar nicht das Ziel und die Aufgabe dieser drei Preisträger? Denn Ottmar Edenhofer vom PIK in Potsdam hat ja schon vor Jahren bestätigt, dass angeblicher Klimaschutz nichts mit Umweltschutz zu tun hat.
Wir hatten das bereits in unseren Videos der ersten Staffel dokumentiert. Wenn Sie diese Videos nicht kennen, schauen Sie mal rein. Dann haben wir hier gesehen den Preisträger Professor Mujib Latif. Er leitet den Forschungsbereich Ozeanzirkulation und Klimadynamik und die Forschungseinheit Maritime Meteorologie im Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Seit Jahren macht er darauf aufmerksam, dass unser Planet ohne intakte Ozeane unbewohnbar wird. Er besitzt die Gabe, komplizierte Sachverhalte einfach und nachvollziehbar darzustellen. Da muss ich unbedingt einen Einschub machen. Nicht nur hier auf diesem Spezialgebiet, sondern im Bereich der Politik wie im Bereich der exakten Wissenschaften generell gilt es. Es ist ein Teil zu wissen und das andere Teil unser Wissen zu vermitteln. Und wir brauchen auf allen Gebieten mehr Fachleute, mehr Kompetenz und mehr Bereitschaft, das, was wir erkannt haben, auch so zu kommunizieren, dass wir alle mitnehmen können. Herzlichen Dank besonders für diesen Beitrag, uns das bewusst zu machen. Die Publikationen unseres Preisträgers richten sich sowohl an Experten als auch an diese wissbegierige Öffentlichkeit und, was ich besonders gut finde, eben auch an Kinder und Jugendliche. Und zum Schluss haben wir... Und am gleichen Tag, am 8. November 2015, als Joachim Gauck diesen Satz über die Kinder und Jugendlichen erwähnt, die von Mujib Latif angeblich preiswürdig geschult werden würden, ist durch einen TV-Beitrag im Kinderprogramm des ZDF belegbar, wie Kinder von Mujib Latif perfide getäuscht, beschwindelt und indoktriniert werden. In Zukunft wird das wohl immer öfter so sein, denn durch zu viel CO2 in der Luft werde es auf der Erde immer wärmer, sagt Klimaforscher Mujib Latif. Wie viel wärmer wird es auf der Erde sein, wenn ich 50 bin, also ungefähr in 38 Jahren? Ja, das ist schwer zu sagen. Das hängt auch davon ab, wie wir uns verhalten. Ich hoffe, dass wir alles Menschenmögliche tun, um den Ausstoß von Gasen zu reduzieren, zu verringern. Und dann wird es nicht mehr so fürchterlich viel wärmer werden. Gibt es dann eigentlich gar keinen Schnee mehr in Deutschland? Doch, natürlich wird es noch Schnee geben, aber immer seltener. Als ich so alt war wie du, da war Schnee so das Normalste von der Welt. Heute ist das schon die Ausnahme. Im letzten Sommer war es ja oft sehr heiß. Ist das ein Beweis für den Klimawandel? Also man kann nicht einen Sommer hernehmen und sagen, das ist der Klimawandel. Man muss ganz, ganz lange messen, am besten 50 oder noch mehr Jahre. Aber dann sieht man, dass es deutlich wärmer geworden ist. Und das ist tatsächlich der Beweis für den Klimawandel. Können Sie mir auch mal was am Computer zeigen? Ja, das kann ich gerne machen. Also wir sehen hier. Jona ist neugierig, was Professor Latif genau zum Klimawandel erforscht hat. Das Rote hier. Und was ist das jetzt hier? Das ist die gute Welt mit Klimaschutz. Und das ist die Welt, wenn es gar keinen Klimaschutz gibt. Und man sieht schon, wie sich diese beiden Erden unterschiedlich entwickeln. Diese Erde, die färbt sich doch ziemlich ein. Das heißt, da wird es richtig heiß. Hier oben in der Arktis sehen wir schon diese lila Farbe. Das heißt schon 10 oder sogar 11 Grad wärmer. Boah. Doch so käme es ja nur im schlimmsten Fall, erklärt Professor Latif. Also wenn den Menschen das Klima egal wäre. Deswegen ist es noch nicht zu spät, sondern wir haben es noch in der Hand, unseren Planeten einigermaßen bewohnbar zu halten. Klimaschutz lohnt sich wirklich. Okay, danke schön für das Interview. Danke, dass Sie uns alles gezeigt haben und viel Spaß bei der Preisverleihung. Jo, danke. Widerlich, diesen hilflosen und wehrlosen Kindern wird eingetrichtert, nur eine Welt ohne das angeblich böse CO2 wäre, so wörtlich, eine gute Welt. Hören Sie noch einmal. Rote hier. Und was ist das jetzt hier? Das ist die gute Welt mit Klimaschutz. Das ist die gute Welt mit Klimaschutz. Und das ist die Welt, wenn es gar keinen Klimaschutz gibt. Und man sieht schon. Durch dieses O des Jungen konnte jeder hören, wie sich der arme Junge von diesen in Wahrheit dubiosen und realitätsfremden Computerspielchen des Mujib Latif hat beeindrucken lassen. Dabei hätte das ZDF den Klimascharlatan Mujib Latif so einfach als Schwindler überführen können, wenn das ZDF einfach nur in die Bücher des Mujib Latif geschaut hätte, die ja auch mehrfach ins Bild gebracht wurden. Aus gegebenem Anlass werden wir in diesem Add-on-Video auf den Schwindel in seinen Büchern noch zurückkommen. Bitte Geduld. Interessant auch, wie Mujib Latif sein Bücherschreiben beschreibt. Ich muss auch die Zeit nehmen, Bücher zu schreiben.
Das müssen Sie alles nebenbei machen. Und meine liebe Frau, die hier in der ersten Reihe sitzt, die kann ein Lied davon singen, wenn ich da Wochenende für Wochenende, Abend für Abend dann an so einem Buch sitze. Sie nickt wissend. Ja, genau. Und insofern an Sie auch nochmal tausend Dank, dass du das möglich gemacht hast. Wahrlich ein Ausschnitt zum Fremdschämen, wenn man weiß, wie in seinen Büchern gemogelt, getäuscht und dubioses Halbwissen verbreitet wird. Ob seine sympathische Frau das alles weiß? Noch mehr zum Fremdschämen und mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch, hören Sie mal, wie und warum er sich auf die angebliche Bildung von Kindern ausgerichtet hat. Gut. Warum haben Sie sich denn auf Kinder spezialisiert? Warum sind die Kinder, warum liegen Ihnen die Kinder so am Herzen? Ja, also das hat verschiedene Gründe. Zum einen, die Kinder sind unsere Zukunft und die sollten natürlich nicht die gleichen dummen Fehler machen, die wir gemacht haben. Andererseits finde ich, wissen Sie, wenn Sie einem Kind etwas vermitteln müssen, dann müssen Sie selbst schon verdammt gut verstanden haben. Mhm. Und als ich mit diesen Dingen angefangen habe, habe ich einfach gemerkt, ich kann es gar nicht. Und dann habe ich mich gefragt, warum kannst du es einfach nicht? Und dann muss man doch an die Grundlagen gehen. Und habe ich gemerkt, irgendwie hast du die Grundlagen zumindest in diesem und jedem Aspekt auch noch nicht so richtig verstanden. Und dann muss man wirklich auf den Grund gehen und nicht nur so ein Scheinwissen haben. Ja? Und einfach, weil man es oft gelesen hat, glaubt man hat es verstanden, aber wirklich hat man es gar nicht verstanden. Ne? Und deswegen hilft mir letzten Endes die Arbeit mit Kindern auch so ungemein in meiner wissenschaftlichen Arbeit. Denn eins habe ich gelernt, auch wenn ich wissenschaftliche Vorträge gebe, wenn sie kompliziert, das bringt nichts. Machen Sie es so einfach wie möglich, das honorieren auch die Kollegen. Ist das so? Ja, das ist so, absolut. Wo Sie das nun von Mojib Latif gehört haben, schauen Sie sich an, wie Mojib Latif dem armen Jungen den Mythos von angeblich immer häufiger ausbleibenden Wintern ins Ohr setzt. Eigentlich gar kein Schnee mehr in Deutschland? Doch, natürlich wird es noch Schnee geben, aber immer seltener. Als ich so alt war wie du, da war Schnee so das Normalste von der Welt. Heute ist das schon die Ausnahme. Und ich habe ein hochinteressantes Interview vor kurzem in die Hände bekommen, dass der Klimaforscher Mojib Latif im Jahr 2000 im Spiegel eben, wie gesagt, gegeben hat. Und er hat dort Prognosen abgegeben für die heutige Zeit, für die Zeit, in der wir jetzt leben, also 2010, 2012, 2013. Er hat zum Beispiel gesagt, wir werden nie wieder, das ist seine Wortwahl, nie wieder knackige, kalte Winter in Deutschland haben, hat er im Jahr 2000 gesagt. Und das sagte Latif 1997. Studien der Klimaexperten beweisen, die Zufuhr warmer Atlantikluft wird zunehmend schwächer. Gemittelt über die nächsten 20 Jahre gehen wir davon aus, dass es eher kälter sein wird. Ein Zusammenspiel von Islandtief und Azorenhoch brachte uns seit den 80er Jahren mit starken atlantischen Luftströmen milde Winter. Diese Situation hat sich jetzt umgestellt, sodass das Russlandhoch die Überhand über unser Klima gewinnen wird, sodass wir davon ausgehen, dass wir innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre eher mit kühleren Wintern zu rechnen haben. Leute, zieht euch warm an in Europa. Das Christkind El Niño wird Sturm bringen über Florida, Dauerregen über Chile und Buschbrände in Australien. Bei uns dagegen wird es im Winter eiskalt werden. 20 Jahre lang. Schuld daran die nordatlantische Oszillation. Die nordatlantische Oszillation hat sich in den letzten Jahren umgestellt und wir sind jetzt in einer Phase relativ schwacher nordatlantischer Oszillation und wir erwarten ähnlich wie in den 60er Jahren relativ kalte Winter in der Zukunft. Ja, und das waren aber 20 nicht ganz so kalte Winter, oder? Wenn ich mal so überlege, ne? Jedenfalls die letzten 10 Jahre jetzt mal. Genau, also sie ist schwächer geworden, das stimmte schon. Ja. Wir sind von einer Hochphase in Richtung normale Verhältnisse gekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die nächsten 10 Jahre sind. Also ich würde die Vorhersage nur noch nicht ganz abschreiben. Mhm. Und in der Wissenschaft oder in der Klimaforschung, da arbeitet man ja auch immer so ein bisschen mit Ungenauigkeiten. Also wie gesagt, mal abwarten und in 10 Jahren sprechen wir uns mal wieder. Nun war ja auch der Winter recht extrem. Also er war sehr, sehr lang, hatte auch Rekordtemperaturen im Minusbereich. Müssen wir uns denn künftig auf mehr solcher Gegensätze, solcher krassen Gegensätze einstellen? Ja.
Ja, also der Winter war eigentlich gar nicht so außergewöhnlich. Ich bin jetzt 51 Jahre alt. Ja. Als ich aufgewachsen bin, war das völlig normal. Ja, wir haben es nur vergessen durch die Erwärmung, die wir jetzt in den letzten 50 Jahren hatten, wie eigentlich normale Winter aussehen. Ja? Ja. Und das ist eben die Eins, von der ich gesprochen habe, beim gezinkten Würfel. Solange der Würfel noch nicht so stark gezinkt ist, solange die globale Erwärmung noch nicht so stark ist, kann eben die Eins auch nochmal kommen. Und was wir letzten Winter erlebt haben, das war eben genau diese Eins. Mhm. Gibt es dann eigentlich gar keinen Schnee mehr in Deutschland? Doch, natürlich wird es noch Schnee geben, aber immer seltener. Als ich so alt war wie du, da war Schnee so das Normalste von der Welt. Heute ist das schon die Ausnahme. So, nun gucken Sie mal raus oder gucken Sie von mir aus die Wetterkarte. Rekordschnee bereits im Oktober haben wir dieses Jahr gehabt. Ja, der letzte Winter war ein eisig, knackig kalter Winter. Die Alster hier in Hamburg war mal wieder zugefroren. Auch der Winter, der jetzt kommt, wird knackig kalt werden. Der Mann lag schlichtweg falsch mit dem, was er da behauptet hat und was er prognostiziert hat. Es ist nicht eingetroffen. Und diese ganzen Dinge, ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht tatsächlich zu blöd bin, aber wenn ich solche Dinge mir vor Augen führe, dann muss doch langsam mal so der Punkt kommen, wo man sich überlegt, werden wir hier eigentlich alle verarscht? Sieht wohl so aus, Herr Kreimeier. Und dieser Scharlatan wird sogar von deutschem Steuergeld bezahlt, wie er selbst ungeniert bei Erhalt des Umweltpreises erzählt. Aber das ist ja sowieso grundsätzlich eine wichtige Frage. Lange ist Wissenschaft ja nicht für jeden was gewesen. Glauben Sie, dass das die Zukunft ist, dass eben auch die Wissenschaft wirklich gucken muss, dass wirklich jeder das versteht, weil wir nur gemeinsam einen Schritt weiterkommen? Ja, also ich glaube, es ist auch einfach eine Bringschuld. Wissen Sie, ich werde ja vom Steuerzahler und der Steuerzahlerin bezahlt. Und ich finde, die haben verdammtes Recht zu wissen, was ich eigentlich mache. Und insofern finde ich, muss das erste Wissenschaftlerpflicht sein, auch in der Öffentlichkeit zu vermitteln, was man tut. Und ich glaube tatsächlich. Wo Sie das nun alles noch zusätzlich über Mojib Latif erfahren haben, kommen wir nun endlich zu dem eigentlichen Anlass für dieses Add-on-Video über diesen Klimascharlatan. Denn am 12. Januar 2016 hielt Mojib Latif in Lichtenfels in Oberfranken beim dortigen Lions Club einen Vortrag über den Klimawandel. Und nach seinem Vortrag wurden auch Fragen zugelassen und der Architekt Konrad Fischer stellte Mojib Latif unter anderem folgende Frage. Zum Vortrag oder allgemein Thema Klimawandel. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich heiße Konrad Fischer, bin auch Klimaschützer, ich baue nämlich Häuser, um die Menschen vor dem Klima zu schützen. Ich kenne Ihre Bücher und Sie haben bis 2007 etwa, haben Sie bei der globalen Durchschnittstemperatur immer 15,6 Grad vorgewiesen und plötzlich sinkt es um ein ganzes Grad. Es gibt im Internet Leute, die schreiben von Ihnen als Klimascharlatan, weil Sie sich in Ihre eigenen Widersprüche da verheddern. Das ist die eine Frage, die ich habe, warum plötzlich ein ganzes Grad verschwinden lassen. Bevor wir Ihnen die Antwort von Mojib Latif zeigen, zeigen wir Ihnen erst, welche Widersprüche Konrad Fischer konkret meinte. Denn Mojib Latif behauptete am 12. Januar 2016 bei seinem Vortrag in Lichtenfels auch mal wieder Folgendes. Und was Sie hier sehen, ist die Entwicklung seit 1900. In Rot sehen wir den Gehalt an CO2. Wir sehen der Schatten. Und in Blau sehen wir die Erdtemperatur, gemittelt über den ganzen Planeten. Und Sie sehen, wenn Sie den gesamten Zeitraum betrachten, dann steigt die Erdtemperatur ebenfalls. Also wir haben jetzt schon eine Erderwärmung von einem Grad realisiert. Das ist verdammt viel, das kann ich Ihnen sagen. Der Unterschied zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit beträgt nur 5 Grad im globalen Mittel. Das, was aber immer wieder für Verwirrung sorgt, ist, dass die rote Kurve des CO2 ein wenig ansteigt, aber die blaue Kurve sehr viel variabel ist, sehr viel Schwankungen hat. Und das verwundert einen Klimaforscher nicht, denn es gibt ja natürliche Klimaschwankungen. Und die sind überlagert dem langfristigen Trend. Und insofern, wenn man den Klimawandel sehen will, muss man immer viele Jahrzehnte betrachten, weil sonst kann man sehr schnell in die Irre geführt werden. Und
Und nun zeigen wir Ihnen nochmals die Ausschnitte aus unserem Klimascharlatan-Recherchevideo der Folge 07, die Konrad Fischer meinte, als er seine kritische Frage an Latif stellte. Wir lesen mal gemeinsam die Seite 10 Ihres Buches. Die Erde hat Fieber. Immer neue Hitzerekorde zeigen, dass die Erde Fieber hat. Das heißt, ihre normale Temperatur von ungefähr 15 Grad vor Beginn der Industrialisierung ist auf heute etwa 15,6 Grad angestiegen. Zitat Ende. Wie gesagt, dieser Text steht in beiden ihrer Bücher, also auch in der aktualisierten Version aus Mai 2007, als der damals neue vierte IPCC-Weltklimabericht schon erschienen war, an dem sie ja nach eigenen Angaben ja selbst mitgearbeitet hatten und der als globalen Temperaturmittelwert 14,5 Grad ausweist. Es ist für uns schleierhaft, wie sie weiterhin in der Öffentlichkeit von einer globalen Erwärmung reden können, wo doch die globalen Temperaturmittelwerte in ihren eigenen Büchern seit 10 Jahren von 15,6 Grad auf 14,5 Grad gesunken sind. Besonders nachdenklich fragen wir uns, wie sie Kindern ihre merkwürdige Logik einer globalen Erwärmung erklären wollen, wenn Kinder in ihren Büchern das entdecken und lesen. Sie unterrichten auch an Kinderunis. Das heißt, sie versuchen den Kleinsten schon die Zusammenhänge transparent zu machen. Wie reagieren denn die Kinder? Das ist ja anders als die Erwachsenen. Das bringt einen Heidenspaß. Da muss man. Aber das ist noch nicht alles. Denn auch auf der Seite 16 in beiden Buchversionen ist eine aufschlussreiche Grafik zu finden, wo eine angeblich durch den Menschen potenziell verursachte Treibhauserwärmung von oberhalb von 15,6 Grad eingezeichnet zu erkennen ist. Diese sehr aufschlussreiche Grafik taucht in weiteren ihrer Bücher auf, zum Beispiel in diesem hier mit dem Titel »Bringen wir das Klima aus dem Takt?«, ebenfalls in einer Auflage aus Mai 2007, also nach Veröffentlichung des vierten IPCC-Weltklimaberichts. Und auf Seite 157 findet man dann auch diese Grafik, wobei bei dieser Grafikversion sogar an beiden Y-Achsen die absoluten Temperaturwerte ausgewiesen sind und die gestrichelte Normalwertlinie sogar noch näher an 16 Grad Celsius eingezeichnet wurde. Also die angebliche Existenz und Gefährlichkeit einer globalen Erwärmung schwindet bei diesen Recherchen in Ihren Büchern, Herr Latif, immer mehr, wie jeder Zuschauer dieses Videos unzweifelhaft feststellen wird. Haben wir schon in diesem Video genug Nachweise aus den Büchern von Mojib Latif vorgelegt, dass Latif in früheren Jahren eine globale Erwärmung oberhalb von 15 Grad Celsius ausgewiesen hatte. Aber wir haben zusätzlich auch TV- und Vortragszitate von Mojib Latif. Hören und schauen Sie mal. Worum es geht, ist, dass es auch so bleiben soll. Wir möchten gerne in der Nähe des heutigen Klimas bleiben und nicht irgendwann bei einer Erdmitteltemperatur von 20 Grad sein, was ungefähr 4 bis 5 Grad mehr wäre als heute und das im Jahr 2100. Eben Klimawandel ist ja normal. Und das ist ja auch kein Gegensatz zum Klimaproblem, nur sind die Zeiträume ganz andere. Wissen Sie, die letzte Eiszeit, der Höhepunkt dieser Eiszeit war vor 20.000 Jahren. Weltweit ist die Temperatur seit damals um 5 Grad gestiegen. Wir würden jetzt im schlimmsten Fall das Gleiche aber in nur 100 Jahren machen. Dann hätten wir im Gegensatz zu heute eine Erdmitteltemperatur nicht von 15, sondern von 20 Grad. Damals während der Eiszeit waren es 10 Grad. Und das wäre einmalig in der Geschichte der Menschheit. Das hat es noch nicht gegeben. Ja, hier nochmal zum Vergleich, wenn wir das betrachten in der Rückschau. Die letzte große Warmzeit war die Eemwarmzeit. Die hatte ihren Höhepunkt vor 125.000 Jahren. Sie sehen, die war wärmer als die Bedingungen heute. Auch das wird ja immer als Argument genommen, dass es gar kein Klimaproblem gibt, weil es mal eine Zeit gegeben hat, die wärmer war. So what kann ich nur sagen. Ja, natürlich war sie wärmer. Halbes Grad, vielleicht sogar, da gibt es natürlich Unsicherheiten, vielleicht ein Grad wärmer. Aber Sie sehen, im schlimmsten Fall, wenn wir wirklich diesen roten Weg bis zum Ende gehen, dann würden wir jede Warmzeit, die wir Menschen bis jetzt erlebt haben, weit in den Schatten stellen. Ja? Also und wir haben seit der Veröffentlichung unseres Videos am 3. November 2015 noch ein weiteres Zitat von Mojib Latif aus dem Jahr 2008 gefunden.
Natürlich hat es Klimawechsel in der Vergangenheit gegeben, das bestreitet ja auch keiner. Das Problem ist nur, dass wir dabei sind, eine Änderung anzustoßen, die auch wieder einmalig für die Geschichte der Menschheit wäre im globalen Sinne. Wir reden über 4 bis 5 Grad Temperaturänderung bis 2100. Das hat es in 100 Jahren nicht gegeben und wir hätten dann eine Erdmitteltemperatur von 20 Grad, die es in unserer Geschichte bisher auch noch nicht gegeben hat. Das heißt, seit mindestens einigen Millionen Jahren. Und nun hören Sie, wie Mojib Latif auf diese Kritik am 12. Januar 2016 in Lichtenfels reagiert und geantwortet hatte. Gut, also was die absolute Temperatur angeht, da gibt es durchaus Unsicherheiten. Die werden Sie nie ganz genau hinkriegen. Es geht letzten Endes immer um relative Änderungen. Ja, ein ganzes Grad. Ja, aber die relative Änderung ist gleich. Ja, es ist ein Grad leider geworden. Ob es von 14 auf 15 oder von 14,5 auf 15,5, das ist egal. Ja, aber dann brauchen wir auch kein 2-Grad-Ziel, oder? Es geht um die relative Änderung. Es geht um die Änderung gegenüber der vorherigen Zeit. Wir haben jetzt 1 Grad Änderung gegenüber der Zeit. Ja, Moment mal, Sie haben aber nicht gezeigt, an der Kurve 1800 war es viel wärmer als heute. Da kamen wir hier Klimadaten aus dem Hohenpeißenberg. Ich kann nicht erkennen, welche Kurve man. Hohenpeißenberg und viele andere europäische Stationen. Nein. Ich kenne die Kurven, ich publiziere die selber. Ja, mach sein. Aber ich meine, ich bin ja im engen Austausch mit dem Wetterdienst. Ja, aber man zeigt immer von 1950. Darf ich mal was sagen? Ja. Ich bin ja im engen Austausch mit den Kollegen von dem Wetterdienst, die Station betreiben. Und natürlich ist es auch in Peißenberg deutlich wärmer geworden. Also das können Sie einfach nicht beschreiben. Nein, 1800 war die Kurve oben, ist nach 1850 nach unten. Ja, natürlich, das habe ich ja auch gezeigt. Aber wir haben heute tatsächlich Temperaturen, die deutlich oberhalb der vorherigen Zeit sind. Nein, das stimmt. Sie wissen, dass da die Kritik auch im Netz hoch hergeht. Ja, das Netz ist das Netz, deswegen bin ich im Netz auch negativ. Ja, ich bin ein Freund von Dr. Diese wissenschaftlich nicht haltbare Antwort darf natürlich nicht unkommentiert bleiben. Deshalb, diese Antwort von Mojib Latif wird von uns in den nächsten Minuten in diesem Video durch folgende 3 Gegenthesen konkret widerlegt und entkräftet werden. Erstens, Mojib Latif ist sehr wohl im Internet aktiv. Zweitens, es kann keine relative globale Temperaturabweichung existieren, wenn nicht auch eine absolute Temperatur als Basis für diese relative Temperaturabweichung existiert. Drittens, die globale Erwärmung wird von der offiziellen Klimawissenschaft seit über 25 Jahren mit dem Übersteigen des Absolutwertes aus dem natürlichen Treibhauseffekt begründet. Sie wissen, dass da die Kritik auch im Netz hoch hergeht. Ja, das Netz ist das Netz, deswegen bin ich im Netz auch negativ. Ja, ich bin ein Freund von Dr. Von wegen, Latif ist im Netz nicht aktiv. Ein aktuelles Beispiel, wie Mojib Latif im Internet aktiv ist, konnte man im November 2015 bei einem vom WWF durchgeführten Online-Seminar zum Klimawandel feststellen. So ein Online-Seminar bezeichnet man neudeutsch als MOOC. Universität Potsdam, das Seminar Klimawandel und seine Folgen, der Renner in diesem Jahr. 5000 Studenten nehmen teil, auch Annika Albrecht ist dabei. Nein, sie ist nicht allein im Hörsaal, ihre Kommilitonen sitzen überall auf der Welt vor einem Rechner wie sie und machen einen sogenannten MOOC, Massive Open Online Course, ein kostenloser Hochschulkurs im Internet. Herzlich willkommen in unserem MOOC Klimawandel und seine Folgen. Mein Name ist Dirk Steffens und ich begleite dich durch dieses MOOC. Von Beruf bin ich Wissenschaftsjournalist und Naturfilmer und ich habe von dieser Welt schon eine ganze Menge gesehen. Dabei bin ich sozusagen Augenzeuge des Klimawandels geworden und habe gelernt, dass er einer der dringendsten Fragen unserer Zeit ist. Der Kurs richtet sich an jeden, auch an Studenten wie Annika Albrecht. Sie selbst forscht zur Hochwasservorsorge. Den MOOC macht sie neben ihrem Studium. Du kannst dich hier mit anderen Teilnehmern austauschen. Diskutiere mit, sei dabei, werde aktiv, denn der Klimawandel wird auch dein Leben beeinflussen. Grundlagen soll der MOOC vermitteln, aber auch ganz verständlich hochkomplexe Wissenschaft. Dafür haben sich Deutschlands führende Klimaforscher zusammengetan und diesen Internetkurs mit ihrem Wissen gefüttert. Das sind natürlich renommierte Leute, die natürlich auch die Möglichkeit haben, das wirklich einfach zu erklären. Und die haben natürlich auch dieses Wissen, das sehr einfach und verständlich rüberzubringen.
Und so funktioniert es auf der MOOC-Plattform iVersity anmelden und Kurs wählen. Und der aktuelle Träger des Deutschen Umweltpreises, Mujib Latif vom Institut Geomar in Kiel, beschreibt in anschaulicher Grafik: Wie funktioniert dieser Treibhauseffekt? Nach seiner Erklärung fragt ein Quiz ab, was der Kursteilnehmer davon verstanden hat. Am Ende des MOOCs hat man zertifiziertes Klimawissen und kann sich sogar Punkte fürs Studium anrechnen lassen. Die wichtigste Lehre: Jeder Einzelne von uns muss sich dem Klimawandel stellen, wenn der Klimaschutz gelingen soll. Der Klima. Ich glaube, dass wir als Wissenschaftler eine Aufgabe haben, nicht nur Wissen zu schaffen, sondern auch Wissen weiterzugeben. Ich wünsche mir einfach, dass das, was ich mir über viele Jahre erarbeitet habe, möglichst vielen Menschen auch nahegebracht werden kann. Das ist die Möglichkeit, ein sehr breites Publikum zu erreichen. Mit der Lehre eine deutlich größere Zuhörerschaft zu erreichen, als ich das normalerweise in meinen Vorlesungen kann. Ich mache bei dem Klima-MOOC mit, weil Wissen Macht ist. Und wir haben viel Wissen über Mujib Latif. Wissen, was Mujib Latif wohl am wenigsten gefallen wird. Und die kritische Frage im MOOC-Diskussionsforum nach den alten globalen Temperaturwerten, die Mujib Latif in der Vergangenheit verbreitet hatte, ist in diesem Klimawandel-MOOC bis heute unbeantwortet. Es ist festzuhalten, Latif ist nur so weit im Netz aktiv, soweit er sich nicht persönlich im Internet einer kritischen Diskussion und kritischen Fragen aussetzen muss. Was sagte Latif doch noch vorhin in diesem Video? Ich glaube, es ist auch einfach eine Bringschuld. Wissen Sie, ich werde ja vom Steuerzahler und der Steuerzahlerin bezahlt und ich finde, die haben verdammtes Recht zu wissen, was ich eigentlich mache. Und ich muss das erste Wissenschaftlerpflicht sein, auch in der Öffentlichkeit zu vermitteln, was man tut. Und ich glaube tatsächlich... Ihnen als kritischer Zuschauer dürfte somit auch klar geworden sein, warum Mujib Latif einen Schwerpunkt auf die Unterrichtung von Kindern legt. Denn Kinder werden es kaum wagen, ihm zu widersprechen und werden auch nicht in der Lage sein, seine dubiosen Thesen kritisch zu hinterfragen. Also ein sehr sicheres Terrain für Mujib Latif und seinen dubiosen Thesen. Er ist einer der wenigen Wissenschaftler, der regelmäßig sein Wissen an Kinder weitergibt. Die Spezialität des Meteorologen und Ozeanographen? Er erklärt komplexe Phänomene so, dass jedes Kind sie versteht. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, mit dem die Antwort von Mujib Latif in Lichtenfels von uns entkräftet wird. Zur Erinnerung, Latif behauptete: Gut, also was die absolute Temperatur angeht, da gibt es durchaus Unsicherheiten. Die werden Sie nie ganz genau hinkriegen. Es geht letzten Endes immer um relative Änderungen. Ja, ein ganzes Grad. Ja, aber die relative Änderung ist gleich. Ja, es ist ein Grad kleiner geworden. Ob es von 14 auf 15 oder von 14,5 auf 15,5, das ist egal. Ja, das ist es eben, Herr Latif. Es ist nicht egal. Und das mindestens aus zwei Gründen. Erstens, Latif verdreht die zeitliche Reihenfolge. Nachweislich nämlich bis 1995 hatte die Klimawissenschaft konsequent eine globale Erwärmung bei oberhalb von 15 Grad Celsius ausgewiesen. Und dann, ab 1996, tauchen plötzlich auch globale Temperaturwerte unterhalb von 15 Grad Celsius auf. Insbesondere, unmissverständlich, seit Februar 2007 im vierten IPCC-Bericht. Trotzdem publizierte Latif auch noch im Mai 2007 weiterhin nachweislich seine 15,6 Grad als angeblich gefährliche globale Erwärmung. Latif ignoriert und verschleiert, dass die Klimawissenschaft die höheren globalen Temperaturwerte zuerst ausgewiesen hatte. Und danach, das heißt erst nach 1995, wurden niedrigere globale Temperaturmittelwerte von kleiner als 15 Grad Celsius publiziert. Zuletzt für das Jahr 2014 der globale Temperaturmittelwert von 14,6 Grad, den sogar auch die deutsche Bundesregierung publiziert hatte. Wir haben dazu mittlerweile über 20 Dokumente aus diversen Archiven recherchiert. Unsere Folge 05 der dritten Staffel hatte das ausführlich in einem 127-minütigen Recherchevideo im Detail offengelegt.
Und der zweite Grund ist, dass eine relative Temperaturabweichung ohne absoluten Basiswert nicht existieren und nicht ermittelt werden kann. Und jeder weiß, auch ein Prozentwert ist ein relativer Wert, der ebenfalls nicht ohne absoluten Basiswert ermittelt werden kann. Noch deutlicher, Zinsen von 4% können auch nicht ohne einen absoluten Kapitalwert als Basis berechnet werden. Tagtäglich erheben Wissenschaftler überall auf der Welt rund um die Uhr Klimadaten. Etwa 10.000 Wetterstationen erheben Daten auf der Erdoberfläche. Ungefähr 1.200 Bojen und 4.000 Schiffe zeichnen die Meerestemperatur auf. Und über ein Dutzend Satelliten überwachen die Ozeane und die Atmosphäre. Wissenschaftliches Arbeiten beginnt stets mit der Erhebung von Daten. Und über unser Klima haben wir Unmengen davon. Aber welche Geschichte über unseren Planeten erzählen Sie uns? In der Arte-TV-Dokumentation "Woher kommen die Zahlen?" aus November 2015 werden diese statistisch-mathematischen Berechnungsmethoden sehr anschaulich beschrieben. Und es werden auch die vermeintlichen Statistiktricks beschrieben, wie die absoluten Temperaturwerte homogenisiert werden. Bei der Homogenisierung nimmt man praktisch alle Messdaten sämtlicher Wetterstationen und vergleicht sie Tag für Tag miteinander. Wenn sich dabei bestimmte Werte als ungewöhnlich abzeichnen, dann heben sie sich stark von den anderen ab. Es ist quasi so, als würde man ein mathematisch dargestelltes Diagramm betrachten und den Datenpunkt entfernen, der nicht zu den anderen passt. Wie Wissenschaftler Daten homogenisieren, kann man am Beispiel des ungewöhnlichen Anstiegs der Meeresoberflächentemperatur zu Beginn der 1940er Jahre zeigen. Nach der Homogenisierung sehen die Daten der Meeresoberflächentemperatur dann so aus. Wir haben hier die Originaldaten in Gelb und die bereinigte Version in Blau. Als erstes fällt auf, dass der sprunghafte Anstieg, den wir 1940 hatten, dramatisch reduziert ist. Wir sehen immer noch einen kleinen Anstieg, denn in diesem Jahr gab es einen El Niño. Sprich, die Meeresoberfläche hatte sich tatsächlich etwas erwärmt. Aber der Anstieg aufgrund der fehlerhaften Messmethode wurde komplett getilgt. Alle großen Forschergruppen, die mit Klimadaten arbeiten, setzen solche Homogenisierungsverfahren ein, um alte Temperaturaufzeichnungen zu bereinigen. Es ist absolut entscheidend, dass man einige dieser Messfehler berücksichtigt, die in historischen Daten vorkommen. Sonst hat man keine Chance, ein zugrunde liegendes Muster in den Daten zu finden. Aber sobald man diese mathematischen Bereinigungsmethoden anwendet, wird es unweigerlich einige geben, die einem vorwerfen, dass man Daten verzerrt. Sehr richtig, aber trotzdem ist festzuhalten, dass die relativen Temperaturabweichungen auf Messungen mit absoluten Zahlenwerten basieren. Und wenn diese absoluten Temperaturwertmessungen schon sehr zweifelhaft sind, dann können auch die daraus ermittelten relativen Temperaturabweichungen zwangsläufig nicht glaubwürdig sein. Auch das angeblich so notwendige 2-Grad-Ziel, was ebenfalls ein relativer Temperaturwert ist, wirkt dann zwangsläufig mehr als unglaubwürdig und dubios, was wir auch schon in einem unserer Videos dargestellt haben. Und damit kommen wir zum dritten und wichtigsten Punkt, warum die Absoluttemperatur weiterhin wichtig und entscheidend ist. Denn seit Gründung des IPCC im Jahr 1988 können wir nachweisen, dass die offizielle Klimaforschung die Gefährlichkeit der globalen Erwärmung mit dem Übersteigen des angeblich natürlichen Treibhauseffektes begründet. Und Latif definiert diesen absoluten Temperaturwert aus dem natürlichen Treibhauseffekt sowohl in seinen Büchern als auch in seinen Vorträgen bei 15 Grad Celsius. Dieser natürliche Treibhauseffekt, wie wir ihn nennen, der hat eben eine Größenordnung von 33 Grad
Und deswegen haben wir nicht eine Temperatur von minus 18 Grad, sondern von plus 15 Grad. Das ist der natürliche Treibhauseffekt. Wasserdampf und Treibhausgase halten die Wärme auf der Erde. 15 Grad Celsius. Jetzt ist die Erde perfekt. Und auch auf tagesschau.de wurde im Vorfeld der 21. Klimakonferenz in Paris die Animation über den natürlichen Treibhauseffekt rund erneuert und sieht nun so aus. Und wie Sie sehen, finden Sie auch dort weiterhin die 15 Grad Celsius aus dem natürlichen Treibhauseffekt. Und auch diese sehr anschauliche Animation auf den Webseiten beim Umweltministerium von Baden-Württemberg zeigt unmissverständlich den argumentativen Zusammenhang zwischen natürlichem Treibhauseffekt und globaler Erwärmung mit den relevanten Absoluttemperaturen. Interessant ist deshalb, dass Mojib Latif bei seinem Vortrag beim Lions Club in Lichtenfels, wo Latif die globale Erwärmung bei absolut 14,6 Grad Celsius ausgewiesen hatte, kein Wort über den Treibhauseffekt und den dabei relevanten Temperaturwerten verloren hatte. Denn wenn er das gemacht hätte, wäre sein Klimakartenhaus wohl in sich zusammengefallen. Überhaupt ist uns aufgefallen, dass Mojib Latif seit 2012 Erklärungen über den Treibhauseffekt in seinen Vorträgen vollständig vermeidet, wie zum Beispiel hier beim Extremwetterkongress im März 2012. Bei dem eVersity Internet Online Seminar des WWF im November 2015 hat sich Latif so aus der Affäre gezogen, indem er selbst den Treibhauseffekt nur mit dem Differenzwert von so wörtlich über 30 Grad beschrieben hat und die beiden absoluten Temperaturwerte von minus 18 Grad und plus 15 Grad nicht erwähnt hat. Hören Sie mal. Eine herausragende Eigenschaft der Erdatmosphäre ist der natürliche Treibhauseffekt. Wie funktioniert dieser Treibhauseffekt? Die Sonnenstrahlen, die können mehr oder weniger ungehindert die Erdatmosphäre passieren. Das führt dann zu einer gewissen Erwärmung der Erdoberfläche und der unteren Luftschichten. Und die Erde ihrerseits, die sendet Infrarotstrahlung, also Strahlung im nicht sichtbaren Bereich, hinaus in Richtung Weltraum. Aber ein Teil dieser Infrarotstrahlung wird absorbiert von einigen Gasen, die wir Treibhausgase nennen, und zurückgeworfen in Richtung Erdoberfläche. Und das führt eben zu einer zusätzlichen Erwärmung von über 30 Grad. Und deswegen ist es so wohlig warm auf der Erdoberfläche. Die Gase, die an diesem... Latif hat also den Absolutwert von 15 Grad Celsius weggelassen. Es wird aber in dem eVersity Online-Seminar ergänzend auf einen Literaturhinweis beim Hamburger Bildungsserver verwiesen, wo der natürliche Treibhauseffekt bei 15 Grad Celsius dann doch ausgewiesen wird. Der auf diese Weise hervorgerufene Wärmestau in der unteren Atmosphäre bewirkt einen Temperaturanstieg um plus 33 Grad Celsius bzw. Erwärmung von minus 18 Grad Celsius auf plus 15 Grad Celsius und ermöglicht damit überhaupt erst Leben auf der Erde. Zitat Ende. Der natürliche Treibhauseffekt ist für das Leben auf der Erde notwendig. Ohne ihn wäre es eiskalt und unser Planet würde als Schneeball durch das Universum reisen. Wie aber wirkt sich der menschliche Einfluss auf den Treibhauseffekt aus? Wie und wann wurde er nachgewiesen? Und gibt es den menschengemachten, den anthropogenen Klimawandel? Und in den Kernaussagen zu diesem Kapitel 1 des WWF Online Internetseminars findet jeder Laie auch unmissverständlich den Zusammenhang zwischen natürlichem Treibhauseffekt, anthropogenem Treibhauseffekt und einer globalen Erwärmung von angeblich 0,8 Grad Celsius. Genau die gleiche, grundsätzlich logische Argumentation findet man auch auf den Webseiten des Umweltministeriums von Baden-Württemberg, allerdings dort mit den wichtigen absoluten Temperaturwerten 15 Grad Celsius plus 0,8 Grad Celsius ergibt die 15,8 Grad Celsius globale Erwärmung als absoluter Gesamtbetrag. Dumm nur, dass die gegenwärtige globale Mitteltemperatur von Latif bei all seinen Vorträgen seit dem Jahr 2012 bei 14,6 Grad Celsius ausgewiesen wird.
Mojib Latif, Dirk Steffens, als auch die gesamte Sekte der angeblichen Klimaretter haben, wie auch der IPCC, drei grundsätzliche Probleme. Denn erstens befinden sich die 15 Grad Celsius aus dem natürlichen Treibhauseffekt seit dem dritten IPCC-Bericht 2001 nicht mehr im IPCC-Bericht, sondern merkwürdigerweise nur noch 14 Grad Celsius, aus welchen Gründen auch immer. Zweitens, seit dem fünften IPCC-Bericht 2013 befindet sich überhaupt kein Temperaturwert mehr aus dem natürlichen Treibhauseffekt, Greenhouse-Effekt, im IPCC-Bericht, obwohl seit über 25 Jahren die wissenschaftliche Argumentation aber genau auf diesen Werten basiert. Die aktuelle globale Mitteltemperatur wurde von der WMO und vom Deutschen Wetterdienst im Januar 2015 für das Jahr 2014 weltweit bei angeblich 14,6 Grad Celsius bestätigt. Und das sogar auch ganz besonders herausgestellt von der deutschen Bundesregierung in dieser Pressemitteilung. Also 14,6 Grad Celsius, also ein globaler Temperaturmittelwert unterhalb von 15 Grad Celsius aus dem natürlichen Treibhauseffekt, den ja auch Michaela Koschak in ihrem Kinderbuch bestätigt hatte. Also wo ist dann bitte schön die globale Erwärmung, die angeblich so gefährlich sein soll? Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, hält dagegen, wenn wir jetzt nicht umdenken und das Klima mehr schützen, droht eine Katastrophe. Wir haben einen natürlichen Treibhauseffekt, der überhaupt erst unser Leben ermöglicht. Aber wir haben einen beschleunigenden Treibhauseffekt durch die Emissionen, die wir zusätzlich in die Atmosphäre abgeben. Und was machte nun das Jahr 2015? Als angeblich wärmstes Jahr. Latif hatte es doch auch in Lichtenfels erwähnt. Nun 2015, das ist zwar noch vor Deutschland, ich hatte so einen kleinen Ball da hinten da oben hingehört. 2015 wird aller Voraussicht nach wieder ein Rekordjahr sein. 2014 war schon ein Rekordjahr. 2015 wird mit großer Wahrscheinlichkeit 2014 nochmal toppen. Und insofern sind wir mittendrin in der Erderwärmung. Seit dem 19. Januar 2016 kam es nun zu Veröffentlichungen über das angeblich wärmste Jahr 2015, zum Beispiel in der NZZ und bei Spiegel Online. Aber bei all diesen Veröffentlichungen fehlte die globale Absoluttemperatur. Und schauen Sie, wie die Schweizer SRF-Nachrichtensendung 10 vor 10 die Meldung gebracht hatte. Letztes Jahr war es auf der Erde so warm wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Nach Berechnungen der NASA und der US-Klimabehörde stiegen die Temperaturen weltweit deutlich an. Neben dem CO2-Ausstoß ist dies auch auf das Wetterphänomen El Niño zurückzuführen. Es wurden auch keine genauen Temperaturwerte genannt und erst recht keine absolute Globaltemperatur für das Jahr 2015, die eigentlich interessant gewesen wäre. Und was sagt die WMO in Genf zum global angeblich wärmsten Jahr 2015? Wie schon für das Jahr 2014 hatte die WMO am 25.11.2015 im Vorfeld der bevorstehenden Klimakonferenz in Paris einen vorläufigen globalen Temperaturwert für das Jahr 2015 propagiert. Und so berichtete die deutsche ARD-Tagesschau zeitgleich darüber. Wenige Tage vor dem Weltklimagipfel in Paris schlagen Meteorologen Alarm. Die Erderwärmung habe gegenüber der vorindustriellen Zeit bereits um 1 Grad zugenommen, erklärte die UN-Wetterorganisation unter Berufung auf vorläufige Daten in Genf. 2015 werde vermutlich das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Dies sei ein historischer Tag mit schlechten Neuigkeiten für den Planeten, sagte Michel Giraud von der Weltorganisation für Meteorologie in Genf sichtlich aufgewühlt. Wir haben, schon wieder muss ich sagen, Rekorde bei der Konzentration von Gasen, die den Treibhauseffekt begünstigen, gebrochen. CO2, Methan, Nitrooxid und andere. Der Zeitraum 2011 bis 2015 sei zudem die heißeste Phase seit Beginn der Messungen gewesen, hieß es. In den vergangenen 20 Jahren sind die fünfjährigen Durchschnittstemperaturen ständig nach oben gegangen. Außerdem würde die Durchschnittstemperatur wohl erstmals 1 Grad höher sein als im vorindustriellen Zeitalter Ende des 19. Jahrhunderts. Als Grund. Sie haben hoffentlich auch sofort gemerkt, dass die Tagesschau bei dieser Grafik
den Ausweis der Absoluttemperaturen an der rechten Grafikseite weggelassen hatte. Vor 6 Jahren, am 7. Dezember 2009, sah die Grafik in der ARD-Tagesschau noch so aus. Sie sehen, dass dort eine absolute Globaltemperatur bei 14,5 Grad Celsius ausgewiesen worden war. Auch unter anderem im ZDF-Heute-Journal und in der Schweizer Tagesschau wurde damals im Dezember 2009 die absolute Globaltemperatur von 14,5 Grad Celsius ausgewiesen. In der WMO-Pressemeldung vom 25. November 2015 findet sich übersetzt folgender Satz: Eine vorläufige Schätzung basierend auf Daten von Januar bis Oktober zeigt, dass die globale durchschnittliche Oberflächentemperatur für das Jahr 2015 um 0,73 Grad Celsius über dem Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990 von 14 Grad Celsius lag und ca. 1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Zeitraum von 1880 bis 1899. Zitat Ende. Dieser Satz bedeutet, dass laut WMO die gegenwärtige Globaltemperatur bei 14,73 Grad Celsius liegt. Wie glaubwürdig eine Temperaturgrundlage von Januar bis Oktober als Grundlage für das ganze Jahr 2015 fungieren kann, wollen wir dabei nicht weiter kommentieren. Und wenn in der Tagesschau am 25. November 2015 behauptet wird, die Erderwärmung habe gegenüber der vorindustriellen Zeit bereits um 1 Grad zugenommen. Außerdem würde die Durchschnittstemperatur wohl erstmals 1 Grad höher sein als im vorindustriellen Zeitalter Ende des 19. Jahrhunderts. Als Grund dann bedeutet das lediglich, dass die Globaltemperatur mit dem Ende der kleinen Eiszeit von 13,7 Grad auf 14,73 Grad angestiegen ist. Ja und? Was soll daran gefährlich sein? Denn Sie erinnern sich, die Tagesschau selbst hatte den natürlichen Treibhauseffekt in einer vor Paris neu gestalteten Animation weiterhin bei 15 Grad Celsius ausgewiesen. Und dieser Wert von 15 Grad wird mit den 14,73 Grad Globaltemperatur immer noch nicht erreicht, geschweige denn überschritten. Und am 25. Januar 2016 veröffentlichte die WMO dann die offiziellen Zahlen für das Jahr 2015 und es wurde von der WMO ein globaler Temperaturwert von relativ 0,76 Grad Celsius bzw. absolut 14,76 Grad Celsius behauptet. Aber wieder wurde von keiner deutschsprachigen Nachrichtensendung der wichtige Absolutwert von 14,76 Grad erwähnt. Wir waren es, die diese Grafik auf tagesschau.de entsprechend angepasst und ergänzt haben. Woher allerdings die Tagesschau die dritte Nachkommastelle hatte, können wir auch nicht sagen. Wir werden auf die zweifelhaften Veröffentlichungen über das angeblich wärmste Jahr 2015 in einem späteren Video noch ausführlich zurückkommen. Mit diesen Grafiken täuschen die politischen Print- und TV-Medien die Zuschauer und Leser genauso wie ihr imaginärer Hausarzt, der in dieser Grafik zeigt und behauptet, sie hätten Fieber. Und würden Sie Ihrem Hausarzt glauben? Denn Sie wissen ja, dass menschliches Fieber bei 37 Grad Celsius beginnt. Ich vergleiche das immer die Temperatur der Erde mit der Körpertemperatur des Menschen, die bei uns ziemlich genau knapp unter 37 Grad Celsius eingestellt ist. Und wenn Sie da 3 Grad dazu nehmen würden, haben Sie schweres Fieber. In diesem Buch aus dem Jahr 2003 von Mojib Latif findet sich auch der Zusammenhang zwischen dem Temperaturbasiswert für Fieber beim Menschen und angeblichen Fieber der Erde. Latif sagte in diesem Buch im Jahr 2003 auf Seite 12, Zitat, jedes System hat so etwas wie eine optimale Betriebstemperatur, bei der es am besten funktioniert. Bei uns Menschen beträgt sie ungefähr 37 Grad. Bei der Erde kann man das nicht so genau definieren, aber in den letzten Jahrhunderten lag sie bei 15 Grad und die Menschheit ist damit jedenfalls gut gefahren. Zitat Ende. Sehen Sie die 37 Grad irgendwo auf der Grafik oder glauben Sie, die 37 Grad müssten auf der Nulllinie liegen? Glauben Sie das oder wissen Sie das?
denn sie wundern sich, weil sie sich eigentlich gar nicht fiebrig fühlen. Und wenn sie sich wirklich mal die Mühe machen und das Tabu brechen und ihren eigenen Hausarzt hinterfragen, stellen sie fest, dass ihr eigener Hausarzt sie mit dieser Grafik getäuscht hatte, weil er ihnen an der rechten Seite die absolute Temperaturskala verschwiegen hatte. Denn in Wahrheit sieht die Fieberkurve vollständig so aus. Und Sie sehen, die Temperaturen liegen unterhalb des Fieber-Nullwertes von 37 Grad. Verstehen Sie nun, warum diese Grafik der Tagesschau und die Grafik von Mojib Latif bei seinem Vortrag in Lichtenfels in ähnlicher Weise fälschlich vorgaukeln, die Erde hätte Fieber, obwohl es noch nicht mal von den Klimawissenschaftlern glaubwürdig festgestellt werden kann, bei welchem Temperaturwert denn das angebliche Fieber der Erde beginnt. Aber was soll man von Latif erwarten, wenn Latif auch noch nicht mal den aktuellen Höchsttemperaturwert von Deutschland kennt und in seinem Klimaalarmismus jedes Mal fast 1 Grad Celsius hinzudichtet, wie auch bereits im Jahr 2009 in dieser damaligen Münchner Runde beim Bayerischen Rundfunk. Dann, wissen Sie, wenn Sie nur diese Trends fortschreiben, was sogar noch ein optimistisches Szenario ist, ja, dann kommen Sie in Bereiche, bei uns beispielsweise in Deutschland, sind wir weit über 40 Grad, zum Teil kratzen wir an den 50 Grad. Und nur 30 Sekunden zuvor behauptete Latif in seinem Redeschwall, er würde Alarmismus gegenüber Kindern nicht betreiben. Hören Sie mal. Den Menschen, übrigens auch in Schulen, und ich weiß, man darf die Kinder nicht fertig machen, tue ich auch nicht. Das regt die Fantasie an, oder? So geht zum Beispiel Mojib Latif ganz unbemerkt bei dem Eversity Online Internetseminar des WBF über unseren in früheren Videos bereits geäußerten Kritikpunkt hinweg, dass bei der sogenannten Strahlungsbilanz der Atmosphäre die Bodenabstrahlung größer ist als die Solareinstrahlung der Sonne, was ja eigentlich gar nicht sein kann. Schauen und hören Sie mal, wie Mojib Latif die 390 Watt pro Quadratmeter Bodenabstrahlung als Tatsache hinstellt, ohne zusätzlich zu erklären, wo und wie dieser Wert der Bodenabstrahlung von 390 Watt pro Quadratmeter eigentlich zustande kommt. Was mit dieser Sonnenstrahlung passiert auf ihrem Weg in Richtung Erdoberfläche? Wir sehen, ein Teil wird absorbiert, das heißt also gewissermaßen verschluckt und in Wärme umgewandelt. Zum Beispiel ein Gas wie Ozon tut das. Das absorbiert die ultraviolette Strahlung, das schützt uns vor Hautkrebs, weil die dann nicht mehr den Erdboden erreichen kann. Ein anderer Teil wird sofort reflektiert von den atmosphärischen Bestandteilen, das heißt, sie erreichen gar nicht die Erdoberfläche, sondern gehen dann wieder zurück in den Weltraum. Und ungefähr 168 Watt pro Quadratmeter werden dann letzten Endes die Erdoberfläche erreichen, aber davon gehen dann auch wieder 30 Watt pro Quadratmeter zurück in den Weltraum durch Reflexion. Das ist die kurzwellige Seite, wie wir sagen. Das heißt also, die Sonnenstrahlung, dem gegenüber steht hier rechts die langwellige Seite, die infrarote Seite, die infrarote Strahlung, die von der Erdoberfläche in Richtung Weltraum wieder hinausgesendet wird. Und insgesamt sendet die Erdoberfläche 390 Watt pro Quadratmeter in Richtung des Weltraums, aber davon werden eben 350 Watt pro Quadratmeter absorbiert. Sie sehen, die Bodenabstrahlung ist mit 390 Watt pro Quadratmeter größer als die Solareinstrahlung der Sonne, die nur 342 Watt pro Quadratmeter beträgt. Und da kann man auch nicht so wie Latif falsch argumentieren, die Sonne würde nur kurzwellige Strahlung liefern. Jedes Kind weiß, dass die Sonne sowohl lang- als auch kurzwellige Strahlung liefert. Hören Sie noch einmal, wie Latif die 390 Watt pro Quadratmeter aus dem Nichts ohne Erklärung hergezaubert hat. Das ist die kurzwellige Seite, wie wir sagen. Das heißt also, die Sonnenstrahlung, dem gegenüber steht hier rechts die langwellige Seite, die infrarote Seite, die infrarote Strahlung, die von der Erdoberfläche in Richtung Weltraum wieder hinausgesendet wird. Und insgesamt sendet die Erdoberfläche 390 Watt pro Quadratmeter in Richtung des Weltraums. Und im Januar 2016
durfte Mojib Latif im Spiegel auch mal wieder eine seiner dubiosen Prophezeiungen zum Besten geben. Unter anderem mit folgendem Glaubensbekenntnis. Das ist schon auffällig, sagt Meteorologe Latif. Er glaubt, dass die globale Erwärmung die Entstehung von Monster El Niños begünstigt. Wer das liest, kommt zu einem klaren Schluss. Unser System ist auf gut Deutsch am Arsch. Eigentlich haben ja Journalisten, insbesondere die von den gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen TV-Medien, die Aufgabe, solche kritischen Fragen, wie durch dieses Video formuliert, zu stellen. Aber das funktioniert schon lange nicht mehr. Worin wohl auch begründet liegt, dass sich diese Journalisten zu Recht dem Vorwurf der Lügenpresse ausgesetzt sehen müssen. Und so ein als kritischer Medienjournalist bekannter Stefan Niggemeier meint immer noch, er könne kein Schweigekartell erkennen. Guten Abend, Herr Niggemeier. Hallo, guten Abend. Sie kennen etliche Redaktionen von innen. Gibt es denn dort so etwas wie Schweigekartelle? Nein, also ich kenne die nicht. Ich halte diesen Begriff auch für völlig übertrieben. Es gibt bestimmt Stimmungen. Es gibt natürlich auch einfach so soziale Mechanismen in Redaktionen. Ich kann mir auch vorstellen, dass so Pendel in unterschiedliche Richtungen ausschlagen. Es ist tatsächlich, wenn wir über die Flüchtlingskrise reden, dass es Phasen gibt, wo man in der Redaktion eher das Gefühl hat, es ist vielleicht ganz gut, hier jetzt aufklärend und positiv zu berichten. Und dann gibt es Phasen, wie wir sie jetzt gerade erleben, wo das Pendel in die andere Richtung ausschlägt und man eigentlich gar nicht hart genug berichten kann. Aber das hat alles mit einer Verordnung oder mit Schweigekartellen nichts zu tun. Es gab denn eine ganz andere Frage, grundsätzliche Frage. Welche Rolle spielt denn die Suche nach der Wahrheit im Journalismus heute noch? Also eigentlich müsste sie größer sein denn je. Es ist unglaublich mühsam. Aber es führt natürlich gar keinen Weg dran vorbei. Also was sonst soll unser Auftrag sein als Journalisten, Dingen auf den Grund zu gehen? Und das Wort Wahrheit ist natürlich so ein großes, dem kommt man jetzt, glaube ich, auch nie perfekt nah. Aber zu sagen, wir gehen immer wieder hin, hinterfragen Vorurteile, hinterfragen Dinge, die uns Mächtige, die uns Politiker sagen und versuchen, so einen Zipfel davon zu kriegen, wo wir das Gefühl haben, das hier ist jetzt wirklich wahrhaftig, das ist richtig, das ist ein Mosaikstein zumindest von so einem Bild von Wahrheit. Das ist das Wichtigste. Lügenpresse, halt die Fresse. Der Journalismus befindet sich in einer schweren Glaubwürdigkeitskrise. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, in einer Mediengesellschaft mündige Bürger im Sinne Demokratiefähigkeit tatsächlich nachhaltig zu informieren und sie auch am Stand des Wissens partizipieren zu lassen, beziehungsweise sie einzubeziehen in diese Diskussion. Und dazu brauchen wir die sogenannten Multiplikatoren und vor allem einen fundierten Journalismus, der ja ähnlich wie die Freiheit der Forschung und der Wissenschaft in unserem Grundgesetz sozusagen garantiert ist. Pressefreiheit, Freiheit des Journalismus, Freiheit der Wissenschaft sind zwei Grundaspekte für eine auf Dauer funktionierende Demokratie. Also es geht schon an die Grundfesten unserer Verfasstheit. Also mit anderen Worten, Wissenschaft ist Dialog. Ohne Dialog geht's nicht. Unser Vorschlag, es sollten sich so angeblich kritische Journalisten wie Stefan Niggemeier sich mal dem gleichen Prozedere unterziehen wie dieser Wettermann bei Radio Bremen. Lokale Schauer oder Gewitter geben. Sommer ist erstmal nicht in Sicht. Schönen Abend. Ja. Nee, ich hab doch noch. Leute, kommt bitte, danke. Uah!